Kapitel 2 – Neuankömmlinge. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Baudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ambrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es! Fleisch, Schwein! Frisch auf den Flüssen! Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm. Es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Ja, und damit darf ich wieder nicht reden. Alles. Dann los. Und damit nochmal. Herzlich willkommen zurück zu Blacktail Requiem. So, mal schauen. Sehr viele Hühner. Wir haben nicht wirklich Hallo, was zu tun gerade, ne? Gebratenes Fleisch! Kommt und probiert! Kostenlos? Weil ich habe Hunger. Ich habe halt noch nichts gegessen. Oh, Entschuldigung, Ente. Entschuldigung, Gans. Oh, was für ein schönes Pferd. Hallöchen, dich müssen wir erstmal angucken. Was machst du denn da? Ach, der ist den... Am Kämmen, wollte ich gerade sagen. Ja. Über 10 Jahre Pferdeerfahrung und ich sag Kämmen dazu. Victor von Arles heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen. Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Morgen findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Kommt alle zur Auktion. Graf Victor von Arles wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt. Sehr. Das sollte ich mir ansehen. Hast du gesehen? Was? Die Leute hier. Sie sind glücklich. Ah. Ja, stimmt. Sieh nur, da oben. Das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Okay, dann wissen wir zumindest schon mal so in etwa, in welche Richtung wir uns bewegen müssen. Fürsten und Kämme aus Florenz. Probiert sie out, Mademoiselle. Wie wär's mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Ja, genau. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Na, schon entpackst du. Na los. Boah, warum erinnert mich das jetzt hier an die Horrorspiele? So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. Ey, kommt man denn hier nochmal raus? Na ja, klar. Und hier? Wir stehen hier auch wieder mitten im Weg rum. Kann man hier mal durch, bitte, die Damen? Machen sie sich nicht so breit hier. Ach Gott, laufen kann ich ja auch nicht. Das ist ein bisschen nervig. Muss ich jetzt hier komplett wieder raus und außen rumlaufen? Ich dachte, man kann hier durch. Nee, hier kommt man gar nicht durch. Hä? Entschuldigen Sie, lassen Sie mich mal durch. Hier kommt man auch nicht durch, oder?
Schwerter. Willst du keins haben? Nein, ich mag sie immer noch nicht. Aber du weißt, wie man kämpft. Schwerter töten. Geil, wie der mal eben so die Hand da in seinem Hinterkopf gebackt ist. Also hier komme ich auf jeden Fall nicht durch. Ich nehme aber mal an, dass wir hier durch müssen. Das ist doch die Richtung. Oder können wir hier vielleicht weiter? Sieh mal, Blumen. Würzkräuter, Salben. Hey, Kleiner. Oh, Ringelblumen, Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen, hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Viel Spaß. Ja, komm, singen wir uns den Rest an. Klar. Okay, theoretischerweise müsste es jetzt hier rumgehen. Ich weiß nicht, das führt da so nicht rum. Machst du denn hier? Ja, dagegen pusten, das kann ich auch. Gehen wir zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Genau. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Hm, ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja. Ich mag es hier. Ich auch. Da stehen Sachen im Weg. Also was mich doch sehr nervt, muss ich sagen, ist dieses Ruckeln. Nicht abhauen. Kleiner. Ich kann nicht sehen. Muss ich dir wieder helfen? Hey, weißt du was? Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Ja. Klasse. Also schön, dass er jetzt alles sehen kann, aber ich wollte eigentlich weiter. Ich darf mich hier nicht wegbewegen. Das zuckt dann immer nur kurz, aber... Die Musik ist komisch. Ja, klingt aber toll. Sie sind echt gut. Können wir jetzt mal gehen? Sehen wir uns das Haus an. Oh, schon? Ja, Mutter wartet sicher schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen wieder. Ah, jetzt dürfen wir endlich gehen. Müssen wir ihn jetzt die ganze Zeit hier so mit uns mittragen? Ja, geil. Das heißt, laufen ist dann gleich auch nicht mehr, nehme ich mal an. Die Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. So, ich glaube... Hier, wo ist denn der Turm jetzt hin? Hör zu, ich lass dich wieder runter. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja, ich will endlich das Haus sehen. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Natürlich. Der Tag war ganz schön lang. Hey, ihr seid zurück. Und wie war's? Es gab einfach alles. Stimmt. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Sieh mal, ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja, Zuhause. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich mag es hier. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Klar, sehen wir uns drinnen um. Folgen wir einfach mal dem anderen. Sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Geh doch mal weg da. Wollen wir reingehen? Nee, ich wollte reingehen. Geh mal weg.
Jetzt muss ich mit dem sprechen, oder was? Ja, nach dir. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Du musst mitkommen, Amicia. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Hugo! Hugo, nicht! Sie werden! Ich habe es für ihn getan. Und ich will euch wieder töten. Ich will euch alle töten. Amicia! Amicia! Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die zweite Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen, und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Ja, und schon dieser Bauern. Ich hätte niemals. Oh. Du bist nicht schuld. Wo denn? Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott, behüte ihn. Warum ist Vaudin noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Ja, klar. Fragen wir einfach mal bei jedem in der Stadt nach. Da, eine Stadtwache. Ich frage mal. Hallo? Verzeihung, wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Vielen Dank. Okay. Marktplatz. Achso, Blumenhändlerin. Ich hätte es wissen müssen. Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. Das war aber eine Sie. Hallo. Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Beim Brunnen braune Tunika. Das ist gut. Ich habe keine Ahnung, wo der Brunnen ist, aber ja. Ich habe unterwegs keinen gesehen. Bestimmt. Moment, da sind wir doch hergekommen. Da kommen wir jetzt nicht mehr zurück, oder wie? Echt jetzt? Hallo? Könnt ihr mal euren Dreckskarren hier wegbewegen? Achso, dafür sind die anderen aber jetzt weg. Moment, vielleicht ist da irgendwo der Brunnen. Braune Tunika und am Brunnen. Achso, du hast was Braunes an. Hallöchen. Ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudin.
Den? Wo ist der Brunnen? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hör zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. Ich nehme mal an, dort hinten heißt jetzt hier die Treppe runter, hoffe ich doch mal. Das Arena-Viertel. Ganz schön viele Häuser. Wie sollen wir ihn bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft, das spüre ich. Also wir können bei den Sonnenblumen anfangen oder bei derjenigen, die von Ärger spricht? Ein Armenviertel. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich? Gut möglich. Amicia, das Symbol an der Wand. Der Orden. Ja, dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Das sieht eher aus wie ein chemisches Zeichen. Weil der Graf der Provence es so will. Weitergehen, bitte. Ich muss da unbedingt durch. Schon gut, komm. Wir gehen um die Arena herum. Okay, wir suchen einen. Wir haben neuen keine Zeit, Eingang. Uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal um. Stimmt, entschuldige. Da ist eine Tür. Ja. Ein ziemlich stinkender Esel. Da muss ich doch direkt mal meine Freundin Susanne von hier aus herzlich grüßen. Sie weiß schon, warum. So, wo ist der Typ jetzt hingelaufen? Jetzt habe ich sie ja gar nicht mehr. Ach, da oben. Kommen wir da rein? Also, bereit, das Gesetz zu brechen? Klar, mache ich ständig. Komm schon! Ist das... Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo, wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudin. Wenn er nicht schon tot ist. Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm. Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Ja, ich mache hier mal eben einen ganz kleinen Cut, weil meine Aufnahme fertig ist. Ich werde nämlich direkt die erste Folge hochladen und ihr merkt keinen Unterschied, weil ich werde direkt wieder da sein. So, und schwupps, da bin ich schon wieder. Ihr habt überhaupt gar keinen Unterschied gemerkt. So. Hat denn niemand ihr Verschwinden bemerkt? Kümmert wohl niemanden. Mag sein. Hier, noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. Finde Vaudin. Nee, können wir ja nicht. Also, Vaudin. Folge den Ordenssymbolen. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Sieh mal, da oben, eine Öffnung. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Der könnte helfen. Ich helfe dir. Wenn Vaudin hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas. Falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das... Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Oh, dreht den Karren bloß nicht mehr. Hallo? Nein, andere Richtung. Nein, so, ja, fast. Perfekt. Da liegt übrigens einer. Wollte ich nur mal gewusst haben. Gut, ist nicht so wichtig. Eben was gucken hier, weil ich sehe so nichts, wenn ich hier rumlaufe. So. Stimmt. Psch. Was jetzt? Wo ist er? Sprich! Ich kenne ihn nicht. Wirklich. Du Stück. Nicht gut. Er trägt einen Helm. Ich kann nichts tun. Was machen wir? Ich schleudere das wirkungslos gegen Gegner mit Helm. Wenn der da stehen bleibt, ist alles gut, ja? Du bist allein und ich habe alle Zeit der Welt. Sag's mir einfach. Bitte, lass mich. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht eine Münze. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Wenn ich jetzt da durchgehe... wird uns sehen. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Grafen, dass du hier muss ich da hinten hin? Hm.
Mann, was für ein elender Tod. Oder muss ich da rechts rum? Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Geh mal weg da, Junge. Was? Ein Knall? Sollte mich mal umsehen. Da war nichts. Das mit dem Ablenken hat ja jetzt nicht so gut funktioniert. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er wegsieht. Ja, ja, ja. Die Frage ist nur, muss ich jetzt da durchgehen? Wahrscheinlich ja, ne? Oder? Moment. Nee, ich denke... Ich denke, ich muss hier rechts durch. Ja, doch. Was zum? Oh. Ich war's nicht. Da hat sich was bewegt. Nein, nein, nein. Verstecken wir uns. So guckt er auch weg, ne? Nur mal so am Rande. Na, wartet, wenn ich euch in die Finger kriege. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass der uns jetzt direkt sieht in dem Moment. Außerdem wollte ich das ja eigentlich gerade umstellen. Das waren die, ganz sicher. Das waren die, genau, das waren die. So, und jetzt schnell weiter. Ich weiß zwar nicht, wer die sind, aber... Irgendein Zeichen vom Arzt? Ich hab nichts gehört. Ein Arzt? Nein, dieser Wunder weiß, wie man sich versteckt. Und der Boss kommt bald zurück. Scheiße. Sie suchen auch nach Futter. Sie denken, er wäre Arzt. Oh, na klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Die sind ja ärmer als wir. Nicht eine Münze. Dann hör auf zu plündern und such den verdammten Alchemisten. Ich denke mal, ich muss geradeaus, oder? Oder muss ich mich da drunter verstecken? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Das war unklug. Nein, 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 lauf, lauf, lauf. Sie haben uns. Geh da runter. Wir sind da unten. Bin unterwegs. Ausschwärmen, schnappen wir uns die Schweine. Bin dabei, keine Angst. Hä? Wo kam der denn jetzt her? Und wo ist der Typ, der eigentlich hier vorne war? Ach, der ist jetzt wieder hier. Ach, lass mich doch mal in Ruhe, du dummer. Dumm, dämlicher Vollidiot, du. Sind die natürlich alle alarmiert? Das ist gar nicht gut. Nein, hier ist niemand. Hier ist niemand. Kann mich auch da drüben umsehen. Genau. Schau dich mal da drüben um. Keine Spur von ihnen. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht genau, wo ich überhaupt hin muss. Das ist das Problem. Guck woanders. Los. Junge, hau ab. Das Knochenpack ist abgehauen. Hier werde ich nichts finden. Geh da runter. Zeitverschwendung. Niemand hier. Wieso geht die da nicht runter? Da war doch gerade A. Lauf, lauf, lauf.
Sie sind hier! Lass sie nicht entkommen! Verdammt! Sie sind da hoch! Hier kann ich gar nicht runter. Ja, mit Angreifen ist nicht so, ich weiß. Oh, ey, das ist nicht euer Ernst. Wir wurden entdeckt. Sie fliehen! Ergreift sie! Ich weiß überhaupt, also wir kommen hinten nicht rüber. So viel habe ich jetzt gerade schon festgestellt. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir dann nach links rüberlaufen. Und da irgendwie. Also quasi jetzt da, wo er jetzt rumläuft. Nein, wir sind nicht hier drüben. Geh weg. Jetzt kommt er nicht ernsthaft genau hier hin, wo wir jetzt gerade... Oh, der geht jetzt da hoch. Oh, okay. Wäre natürlich gut. Keine Spur von ihnen. Nein, du hast mich nicht gesehen. Du siehst mich auch nicht. Da können wir anscheinend auch nicht hoch. Kann mich auch da drüben umsehen. Hier war auch nirgendwo rum. Zeitverschwendung. Niemand hier. Genau, niemand da. Was zur? Vielleicht sind sie ja doch da drüben. Ich brauche Schlaf. Ah, oh, das habe ich eben nicht gesehen. Na toll. Sie müssen da drüben sein. Oh, ja, das stinkt. Ach, fast zur Hölle. Oh, wird schlecht. Nein. Ernsthaft? Bleib unten. Dann ist der Geruch intensiver. Da oben. Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell. Die Frage ist, sind die hier? Oh, Schweine sind auch tot. Da ist so ein Ding auf Rädern, aber es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben damit Leichen transportiert. Ja, sieht so aus. Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Er ist voller Leichen. Sieh nicht hin. Nur auf deiner Schleuder den Verbindungsring. Achso, ja, klar. Ich wollte ja jetzt mit der Schleuder schießen. Los, schieb. Och, ernsthaft. Ein Massaker. Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. In Guillen geht es weiter. Es breitet sich schon aus. Ja, aber sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Die Geräusche fallen zum Glück keinen auf. Schon so viele Tote, als ob es uns einen Schritt voraus wäre. Ja, aber die wurden nicht gefressen. Genau, lauf du einfach mal da rein. Ich glaube, die haben die Toten gezählt.
Da ist ein Messer. Oh, steckt fest. Komm schon. Naja, gehen wir weiter. Hier entlang. Bitte. Ein Messer. Nicht mit dem Messer töten. Ich habe keine Wahl. Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Genau. Na gut. Musst du wissen. Ich weiß das. Einfach in den Kopf rein und dann macht er nichts mehr. So. Links können wir raus. Hier ist irgendwas gerade am Leuchten gewesen. Das war anscheinend nur... Ja. Schau mal, da drüben. Noch ein Symbol. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Naja, gehen wir. Das sieht mir nicht gut aus da unten. Abtrünnige Soldaten. Oh, hört sich nicht gut an. Hey, Kane! Jemand Lust auf gebratenen Vogel? Bogenschütze, da oben. Ah, da. Oh. Du hast eine Leiche abgeknallt, du Idiot. Von wegen. Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen habe. Genug herumgespielt. Augen offen halten. Sonst darfst du Arnaud erklären, warum wir mit leeren Händen dastehen. Komme ich da rechts hoch? Das ist jetzt die große Frage, wo die Krähen sind. Aber wenn ich die aufscheuche, das ist natürlich Mist. Moment, der Bogenschütze dreht sich jetzt um. Das müssen wir mal eben beobachten hier. Jetzt kommt der allerdings hier ganz, ganz blöd in unsere Richtung. Okay, also ich denke, ich hoffe, dass wir da oben rechts hin müssen. Bin mir aber ehrlich sie gesagt haben Otto noch nicht gefunden. Er ist schlauer als sie. Er ist allein. Irgendwann finden dreh dich sie um, dreh dich und dann um. Ist Hugo verloren. Du hast recht. Wir suchen nach einem Alchemisten und finden stattdessen ein Massengrab. Aber alles gut. Warten wir einfach auf den Tod. Oh, ich wollte ihn eigentlich stechen. Scheiße. Verdammt! Lauf! Lauf weg! Nein! Hey, hier sind Eindringlinge! Schnappt sie! Wir müssen hier rum, oder? Eindringlinge! Helft mir, sie aufzuhalten! Helft mir, die hier zu schnappen! Sie haben sich dahinter verkrochen! Ich erledige das! Lauf! Vorsicht! Ich weiß, was ich mache. Sie fliehen! Ergreift sie! Oh, toller Angriff! Ja, toller Angriff! Nein, stechen! Stech ihn! Ach, ich habe kein Messer mehr, oder was? Oh. Ernsthaft? Lauf! Lauf! Ja, geschafft. Stimmt. Aber ich habe genug von den Dieben, Mördern, Söldnern, dem ganzen Pack, das uns ständig in die Quere kommt. Das Chaos beherrscht unser Leben. Und sie gehören dazu. Aber du kommst immer besser mit ihnen zurecht. Du hast da hinten ziemlich gewütet. Ja, genau deswegen können wir jetzt dieses Gespräch führen. Okay. So, wird ihre drei Fertigkeitstypen abhängig von deinem Spielstil und verwendeten Werkzeugen verbessern. Ja, das ist toll. Bewegt sich leiser und wird von Gegnern nicht so schnell bemerkt. Kann ich da irgendwas drücken? Nee, kann ich nicht. Das wird also automatisch gemacht, so wie es aussieht. Angriff ebenfalls. Raffinesse. Naja gut, Alchemie haben wir jetzt noch nicht gehabt. Codex.
Gänseblümchen. Hä? 13 von 13 Blumen? Was hat das jetzt damit auf sich? Keine Ahnung. Ausrüsten könnte ich mich damit. Bewegt sich leise und wird von Gegnern nicht so schnell bemerkt. Ja, das will ich hoffen, weil bisher hat das ja nicht so toll funktioniert, muss ich dazu sagen. Oh, riechst du das? Leichen. Was ist das hier? Ein Krankenhaus? Ich glaube, sie haben hier gewohnt. Natürlich sind alle erkrankt. Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Die haben alle diese komischen Pusteln. Die kennen wir, glaube ich, noch vom ersten Teil, wenn ich mich richtig erinnere. Frage ist jetzt nur, sieht man schon wieder alles so. Ah. Müssen wir überhaupt hier rum? Müssen wir auf die andere Bitte Seite? Ich bin mir, dass es hier ist. Das ist ein toller Ausblick. Oh Gott! Eine ganze Stadt. Das Symbol. Er ist im Turm. Er muss dort sein. Ach ja? Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Ach, gehen wir einfach hin. Das ist ja eine ganz tolle Erklärung. Also ich schätze, dass das Level doch nicht ganz so schnell beendet wird, sondern dass das noch eine ganze Weile dauern wird, hier dieser Weg hierhin. Deswegen würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.